Wir lassen uns heute vom Topmodel Evelyn Hall erklären, wie man gute professionelle Gesichter macht. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir wollen ja auch Topmodel werden. Oh nee. Schon längst wollen. Hätte ich bloß in dieser Sendung nicht zugesagt. Ach, zu spät. Zu spät. Oh Mann. So. Ach, weiß ich jetzt nicht. Das fehlt mir noch. Also, oh nee, Kinder. Doch, komm. Nee. Naja, gut, nehmen wir mal Lagerfeld. Mhm. Teuer. Ja. So richtig die Klamotte unter 10.000, 20.000 gar nicht. Dann guckt ihr so. Darf ich das mal sehen, bitte? Nein, den Mund doch nicht so vor. Also jetzt ganz normal, teuer. Ganz teuer. Ja, das hat schon was. Darf ich mal? Das ist nicht zu glauben. Peter! Also das ist jetzt... Hoffnungslos oder? Nein, das ist wirklich, das wird nicht. Also ich meine, das ist, der Beruf ist ja nun nicht, also man braucht ja nicht 10 Jahre zu studieren, aber ein bisschen Talent darf ich doch schon erwarten. Okay, vielleicht hast du ein preiswertes Gesicht für mich. Ich versuch's nochmal teuer. So, mach mal so ein bisschen H&M, so ganz salopp. So zack, so, ja. Ach toll, Peter, das ist es, die Hose ist verkauft.